Der Dr. Nischwitz ist bei uns in der Tagesklinik seit letztem Jahr. Der hat bei uns eine Hospitation in der Praxis gemacht und wir waren an dem Tag so dermaßen begeistert von dem, was der alles wusste und konnte, dass wir gesagt haben, der Junge muss unbedingt bei uns arbeiten. Ich habe in den letzten 15 Jahren keinen Kollegen kennengelernt, der in dem jungen Alter so ein enormes Wissen, nicht nur was die Zahnmedizin angeht, sondern eben auch das ganze Drumherum angeht. Und ich denke, Sie sehen es ihm auch an, er lebt, er spricht nicht nur über Gesundheit, er lebt auch Gesundheit. Und ich denke, dass wir absolut glücklich sein können, den Jungen noch bei uns jetzt mit im Team zu haben. Unglücklicherweise hat sein Vater auch eine Praxis in Tübingen, da muss er auch ab und zu mal vorbeigucken. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass er Mitglied unseres Teams ist. Der Dr. Nischwitz wird Ihnen jetzt so ein bisschen erklären, warum das mit diesen Wurzelkanalbehandlungen alles nicht funktioniert und was da so körperlich passiert. Okay, mein Thema ist die Wurzel allen Übels, so habe ich das genannt. So, Biografie hat eigentlich der Dr. Scholz schon alles genannt. Ich bin spezialisiert auf biologische und ästhetische Zahnheilkunde, bin im Team seit letztem Jahr noch in der Praxis mit meinem Vater in Tübingen und zusätzlich bin ich auch noch Heilpraktiker. Ich habe mich einfach schon immer dafür interessiert, wie der ganze Körper funktioniert und der Mund ist einfach Spiegel für die Gesundheit, was man gleich auch noch ein bisschen mehr sehen wird. Okay, also Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht. Also wir schauen uns an, wie sicher sind Wurzelbehandlungen wirklich? Ja? Sind die eine sterile Alternative zur Zahnextraktion oder zum natürlichen Zahnverlust? Was sind die Limitationen? Gibt's, wie hängt das mit dem ganzen Körper zusammen und gibt es auch eine Lösung? Das ist jetzt mal was Geschichtliches. Das ist der Dr. Weston Price, der hat vor über 100 Jahren gelebt und geforscht. Und zwar hat der damals schon relativ viele chronische Erkrankungen gesehen und hat festgestellt und hat irgendwie postuliert, dass die toten Zähne, die wurzelbehandelten Zähne damit was zu tun haben und hat die Leute davon überzeugt, diese Zähne zu ziehen. Und hat dann legendäre Experimente an Kaninchen durchgeführt und hat zwar einfach diese toten Zähne entfernt und Kaninchen unter die Haut operiert. Das hat er mit einem relativ großen Team gemacht für über 25 Jahre und hat ein wahnsinnig großes Kompendium daraus gemacht. Er hat darstellen können, dass bei über 80% der Symptome das Kaninchen exakt das gleiche entwickelt hat oder auch noch weitere Symptome. Bei allen Herzerkrankungen war es 100% Übereinstimmung. Schon wichtig. Die ganzen Studien wurden nochmal wiederholt vom Hal Huggins, der lebt heute noch, ist auch ein ganzheitlicher Zahnarzt in den USA. Der hat sich das durchgelesen, fand es wahnsinnig, dass das irgendwie nicht bekannt ist, hat alle Experimente wiederholt, hat hier nicht 25 Jahre gebraucht und kam zu exakt den gleichen Ergebnissen. Aber das Werk wird eigentlich bis heute nicht anerkannt. Wie der Dr. Scholz gerade schon gesagt hat, es werden einfach wahnsinnig viele Wurzelbehandlungen in Deutschland durchgeführt. 8 Millionen so circa, in den USA ist die 10-fache Menge. Und da ist natürlich auch immer ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter. Und man wird natürlich auch in der Uni so trainiert, dass das überhaupt kein Problem ist. Das ist einfach, ein Zahnerhalt soll stattfinden. Man muss den Zahn aufbereiten, da kläre ich gleich noch. Und er wird dann als handwerklich als Pfosten in der Mundhöhle drin gelassen. Aber mit fatalen Folgen. Genau, aktueller Anlass, circa 8 Millionen Wurzelbehandlungen pro Jahr. Die chronischen Erkrankungen nehmen heute zu. Man denkt immer, man lebt so in einer Evolutionsphase, weil jeden Tag kommt ein neues elektrisches Gerät raus, ein neues iPad, ein neues iPhone, alle möglichen Sachen. Wenn wir aber das genau betrachten, die ganzen Leute sind nicht wirklich gesund. Also ich sehe ja täglich sehr viele Patienten, ob in Tübingen oder in Konstanz. Jeder hat irgendwo ein kleines Gebrechen, also irgendwas Chronisches, ob es nur Kopfschwäche ständig ist oder Gelenkprobleme oder auch stärkere Krankheiten wie MS, Alzheimer, Parkinson, Krebs, das nimmt ja alles zu heutzutage. Da sieht man natürlich in Konstanz sehr viel, weil der Dr. Mutter da mit drin ist, der spezialisiert ist auf die ganze Umweltmedizin, auch ein bekannter Name. Und da bei der Entstehung von den ganzen chronischen Erkrankungen spielt natürlich die Umwelt eine große Rolle. Die Genetik ist eine Sache, das ist relativ wenig. Der wichtige Faktor, der heute auch von vielen Forschern anerkannt ist, ist die Epigenetik. Das ist einfach, was machen wir mit unserer eigenen Genetik? Also wie ernähren wir uns? Wie gut können wir entgiften? Welche Nährstoffdefizite haben? Was für chronische Störfelder sind in unserem Körper? Und da ist einfach der Mund ein Spiegel dafür, weil
handwerklich gesehen wird ziemlich viel an Materialien eingebaut, die schon mal prinzipiell einfach problematisch sind. Metalle zum Beispiel, tote Zähne extrem, auch Plastik, Kunststoffe. Es gibt, als Zahnarzt ist man immer ein bisschen der Buhmann, man kann nicht das ideale Material finden. Das Beste ist einfach der natürliche Zahn, aber man kommt schon in die richtige Richtung. Kommt gleich.